Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute in Deutschland und wir holen erstmal hier Trauben ab. Dann schauen wir mal nach, denn die Pferde, die wir beim Lasso-Event fangen können, haben sich geändert. Das sind jetzt die nächsten Konstellation 3 Pferde. Und ja, wir sehen hier schon den Krebs vorbeilaufen, den Widder. Dann gibt es noch den Wassermann, den Fisch, den Stier und den Zwilling. Ja, das goldene Pferd ist natürlich auch geblieben. Und ich bin mal gespannt, was uns dann nächste Woche erwartet. Denn, man müsste ja eigentlich dabei stehen, genau, nächste Runde in 6 Tagen 18 Stunden. Das heißt, ich hoffe nochmal darauf, dass ein paar exklusive Pferde vielleicht dabei sind. Vielleicht also sogar mal eins, das wir noch nicht haben. Ja, mal schauen. Ja, unser Punktestand liegt jetzt bei 1762. 59 Lassos haben wir noch. Ja, ich werde dann versuchen, demnächst nochmal wenigstens auf die 2000 Kleeblätter erstmal zu kommen, damit wir das erste exklusive Pferd begrüßen können. Leider hat das jetzt nicht geklappt. Ich habe zwischendurch wieder so eine Phase gehabt, da wollte es einfach nicht. Da habe ich kaum ein Pferd gefangen. Leider. Ja. Die Post, was sagt die denn heute? 7800 Münzen als Stallbursche verdient. Die Pferde wurden gestreichelt. Werbung schauen wir jetzt nicht. 4160 Münzen als Zuchtbelohnung. Und das Dorf wurde besucht. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Platz auf jeden Fall. Die beiden bleiben, ja, ein paar Tage bleiben sie hier noch stehen. Dann müsste ich mal schauen, dass ich hier irgendwie Platz mache. Einen Platz haben wir noch, aber das reicht nicht. Ja. Ich muss nochmal durchschauen. Ich kann bestimmt das eine oder andere Pferd, was in einer Oase steht, verkaufen, hoffe ich. Oder wir müssen gucken, dass wir irgendwie platzmäßig zurechtkommen, bis wir die nächste Zusatzoase bekommen. Genau, hier Millie zum Beispiel. Ja, aber wenn dann theoretisch ja noch 3 neue Pferde hier einziehen sollen, dann wird es trotzdem langsam knapp. Gut, ich würde sagen, gehen wir erstmal nach Großbritannien. Auch wenn dort auch nicht so viel, oder? Weiß ich gar nicht, wie weit die Zucht da ist. Müssen wir mal gucken. Nee, ist fertig. Wir brauchen nur sozusagen einen Platz. Was haben wir denn hier? Lydia. Lydia ist ein Löwe Stufe 2. Die können wir uns mal anschauen. Das hat ganz gut funktioniert. Leider habe ich vorher mit einer Stute gezüchtet, Stufe 3. Ja, das ging dann ja mit ihr jetzt leider nicht mehr weiter. Dann habe ich nach einem Hengst Stufe 2 gesucht. Bin auch fündig geworden. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich meine zumindest, wir müssten einen Hengst im Zuchtstall haben. Das heißt, wir dürften eigentlich hier Stufe 3 züchten können mit unseren eigenen Pferden. Problem ist, ich muss irgendwie jemanden wegstellen. Ich glaube, ich stelle mal den Löwen rein. Romeo. Ja, ne? Ja, machen wir. Obwohl, nee, eigentlich rein müsste Rio. Romeo habe ich ja neu. Stellen wir den erstmal nach Deutschland, weil wir da gerade nicht züchten. Oder wir stellen Concha weg. Eigentlich egal, ne? Naja, komm, stellen wir sie mal rüber. Gut, und dann gucken wir mal. Trainieren wir dich oder züchten wir mit dir? Ne, wir dürften mit Layden züchten. Wir gucken gleich mal. Stufe müssen wir noch überprüfen. Genau, Stufe 2. Jetzt müssen wir ihn nur noch sozusagen großziehen. Und ja, dann haben sich auch die Zertifikate geändert. Wir haben das Schneepferd Stufe 4 Zertifikat jetzt da. Und das Morgen und den dritten müsste ich nochmal schauen. Auf jeden Fall fehlten uns das Morgen und das Schnee 4 Zertifikat. Und die habe ich zum Glück beide erhalten. Ich muss jetzt nur gucken, edelsteintechnisch sieht es nicht gut aus. die nächsten T4er schauen wir uns auch gleich mal an.
Ich glaube, der Araber war wieder mit dabei. Aber wir gucken gleich mal. So, den Kleinen nochmal bürsten. Das sollte jetzt aber eigentlich reichen, um Level 5 zu werden. Genau. Ja, Salat haben wir nicht, aber die könnten wir für Münzen kaufen. Das wäre auch nicht das große Problem. Und zeigst du dich auch nochmal von der Seite? Wahrscheinlich hier in der Box eher nicht so gerne, ne? Ja, wir gehen mal ganz kurz zur Umkleide. Und ich finde auch den Löwenstufe 2 schick, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Ich bin auf Stufe 3 gespannt. Ach genau, Stufe 3 können wir ja dann gleich mal sehen im Zuchtstall. Und wenn Amy dann fertig mit ihren Überlegungen ist, die Krebse könnten wir ja eigentlich noch trainieren schicken, wenn die Weide sauber ist. Und ja. Schauen wir mal, wie gut es jetzt mit der Löwenzucht klappt. Und ich habe jetzt auch einen Tipp erhalten zum Lasso-Event, dass ich, um die Fangwahrscheinlichkeit zu erhöhen, nicht unbedingt Lassos ausgeben muss, sondern ich kann das Pferd einfach wieder fangen und mit jedem Mal fangen erhöht sich die Chance, es zu zähmen. Ja, Mist. Habe ich jetzt beim Löwen noch nicht gewusst, als ich den gefangen habe. Fürs nächste Mal, wenn noch ein Pferd reinkommt ins Spiel, dass ich zähmen möchte, versuche ich das mal so. Weil irgendwie, klar, es klappt nicht jedes Mal, wenn ich ein Pferd fangen möchte, aber es klappt doch irgendwie ein bisschen besser, als ich mal befürchtet habe. Ich habe gedacht, ne, das goldene Pferd zum Beispiel, ich kriege das einmal und danach Ewigkeiten gar nicht mehr. Hat ja dann doch besser geklappt als gedacht. Aber ja, schauen wir mal. So, Löwe 1, Stufe 3, 13% Chance und wir können hier auch das Pferd drehen. Das wusste ich irgendwie noch nicht oder ich habe es wieder vergessen. Auf jeden Fall können wir uns das Pferd hier einmal rundum anschauen, das uns angezeigt wird. Ja. Das weiß ich aber auch nur, weil ich Videos von einer Spielerin gesehen habe, die jetzt erst vor ein paar Wochen angefangen hat, wohl Heroes Haven zu spielen. Und da wird das jetzt alles erklärt. Diese ganzen neuen Funktionen, die reinkamen, die werden da erklärt. Ja, schadet nicht. Ich hoffe, ich vergesse es nicht irgendwann wieder, aber ja. So, Löwe Stufe 3 wäre eine Stute. Hier wäre es uns jetzt eigentlich egal, weil Hengst und Stute haben wir. Wir hätten auf beides die Chance. Auf den Hengst 1% weniger, aber ist ja eigentlich egal. Wir hoffen ja doch auf die 13%. Wobei es, ja, beim ersten Mal ist es unwahrscheinlich, beim Widder hat es geklappt, aber nein. Hier erwarten wir erstmal Stufe 2. Das ist alles okay. Und dann schicken wir die Krebs jetzt auf die Weide. Dürfen ein bisschen trainieren. Achso, theoretisch könnte ich auch bald wieder die beiden hier mal wechseln, weil Löwe und Schütze. Wobei, man, nur weil man sie jetzt nicht mehr fangen kann, heißt es ja nicht, dass sie keiner mehr braucht. Ne? Das, aber gut, ich kann mich ja sowieso immer nur für zwei entscheiden hier momentan. Kann nicht alle rausstellen. Das ist ein bisschen schade. Achso, Salat habe ich auch. Aha. Gut. Also dann, bevor wir uns gleich die T4er angucken, die neuen. Ich will nur mal kurz gegenchecken. Ja, ich habe wirklich alle Lassos geholt. Sonst hätten wir nämlich das Quiz wahrscheinlich noch gemacht, aber das habe ich jetzt schon erledigt. Ich glaube, bei einer Frage habe ich sogar 4 Diamanten bekommen. Ja, diamantentechnisch sieht es noch nicht schlecht aus, aber ja, wenn wir die Pferde gekauft haben,
nimmt es rapide ab. Aber danach müssen wir gucken, dass wir irgendwo eine Oase erweitern. So, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier hin. Und zwar zu den gewöhnlichen Pferden. Und Stufe 4. So, das Grot... Ach nee, das, genau, das Gotland-Pony kommt als nächstes der Araber und der Andalusier. Und wir besitzen alle drei schon. Das ist nicht verkehrt. Dann können wir nämlich Edelsteine sparen. Denn da sieht es jetzt, ja, nicht höchst dramatisch aus, aber es ist schon so, dass wir bald Probleme kriegen könnten. Ich würde sagen, auf nach Frankreich. So, hier wird auch gerade nicht gezogen. Ach genau, hier ist der Verkaufskrebs. Den schicken wir auf jeden Fall auf die Weide. Bei den anderen... Achso, der Widder... Das ist doch bestimmt auch das Verkaufsstufe 2 Tier, oder? Achso, genau, das ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte Hengst, den ich noch habe. Hm. Na nee, gut, einen Platz zum Hinstellen haben wir hier noch, aber spätestens, wenn wir züchten, müssen hier die Pferde, ja, weichen. Unser Zwilling, unser Schütze, wobei, ja, Maß. Stufe 2 brauchen wir ja nicht unbedingt. Stufe 1 haben wir zweimal, aber ich glaube, ich fand ihre Augenfarbe einfach wesentlich schöner, aber es macht einfach keinen Sinn, sie zu behalten, weil wir einfach Platz brauchen für andere Pferde. So, auf nach Montana. Und da habe ich auch schon eine Zucht begonnen. Ich habe das morgen ja freigeschaltet. Und ja, was soll ich sagen? Wir schauen gleich mal das Ergebnis an. Wir hatten ja schon zwei Stufe 3er Pferde. Achso, die Ventassos stehen hier noch. Die haben noch keinen Platz. Und hier steht ein Krebs. Warum? Ach, Snow. Ah. Gut. Nee, die schicken wir jetzt auch erst nochmal nach Frankreich mit. Dann haben wir hier nämlich alle Plätze belegt. Aber da werden wir ja schnell wen zum Verkaufen finden. Und wir sehen schon, es ist nicht Stufe 3. Stufe 3 sind nämlich Schimmel. Und das hier ist ein Fuchs. Stufe 4 Domino. Ist aber eine Stute, ne? Hm. Egal, wir schauen sie uns erstmal an. Und ja, vielleicht züchten wir dann einfach... Was heißt einfach? Aber jetzt, wo das Zertifikat gerade erhältlich ist, werden ja vielleicht hoffentlich mehr Stufe 4er morgens draußen stehen. Und dann wollte ich vielleicht schauen, ob wir noch einen Hengst davon züchten auf Stufe 4, dass wir die Stufe 3er beide verkaufen. Auch wenn es irgendwie ein bisschen schade ist, weil ich die auch schön finde. Ich mag sie. Vom Prinzip her wäre es sinnvoller für mich, glaube ich, Stufe 4 zu behalten und Stufe 1 bis 3 meistens zu verkaufen. So, da ist sie. Ja, ich muss mal wieder gucken, ein paar Pferde umbenennen, weil die vom Spiel vergebenen Namen gefallen mir meistens nicht so gut. Schauen wir mal in die Umkleide. Ich glaube, sie können wir auch in der Dressur anschauen, oder? Morgen müsste ja eigentlich klappen. Die sind ja überarbeitet. Und, ja. Also, das ist wie beim Orlo-Traber. Der Zopf vorne, Mähne, ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Gut, dass es eine Stute ist. Da passt das Rosa-Pink besser. Aber, ja, der Riesenfan von diesem Topf bin ich nicht, aber ich habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt, dass es wie bei unserem Gelderländer Stufe 4 am Anfang, ja, war ich nicht so begeistert, aber irgendwie mag ich ihn. Und ich finde ihn gar nicht so schlimm. Ich finde ihn echt auch schick. Ja, morgen Stufe 4. Momentan läuft's. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen, jetzt wird es wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr klappen mit irgendeiner Zucht, aber ja... Bei den Ventassos müssen wir mal gucken. Also, genau, Kesari und Ivan werden uns ja verlassen, aber die müssen noch trainieren. Die beiden, die ausmisten wollen. Ja, ich habe bei Madia Blue dahinter geschrieben, weil sie einfach diese schönen hellblauen Augen hat. Und deswegen würde ich sie gern behalten. Und von den beiden werde ich mich dann bald verabschieden. Und
Ja, vielleicht verkaufen wir die dann auch gleich zusammen mit ein paar Sternzeichen noch. Und eventuell noch ein paar anderen Pferde. Müssen wir mal gucken. Wobei, ja, es schadet ja auch nicht, wenn die Madia noch mit trainiert. Ne? Zum Züchten stehen momentan noch die Stufe 4er da. Aber ich muss schon demnächst mal ein bisschen Platz machen. Denn wenn die, wenn vielleicht der Frühling dann bald einzieht, möchte ich da ja auch irgendwo züchten können. Und ja, so ein bisschen Platz schadet dann einfach nicht. Und dann haben wir hier... Ach, hier stehen auch noch wieder rum. Was haben wir denn hier auch? Stufe 2. Nestor und... Ja, dann könnten wir ja eigentlich Salem verkaufen. Ne? Und hier müssen wir dann auch nochmal gucken. Die Abia kann uns dann auch bald verlassen. Zumindest die Stufe 2er Abia. Die Stufe... Warte mal, die können wir auch eigentlich erstmal füttern. Die Stufe 2. Weil wir ja unsere Stufe 3 Abia haben. Die auch dringend einen anderen Namen braucht. Weil Abia kommt mir hier wirklich momentan ein bisschen zu häufig vor. So. Komm mal her. Du gehst auch mit auf die Weide erstmal. Oh ja. Und die muss ich erst nochmal sauber machen. Das tut mir ein bisschen leid. Das ist ja... Oh, ja, es lohnt sich sogar. 3 Diamanten gefunden insgesamt. Und nochmal ein rotes Paket. Okay, was ist denn hier momentan los? Es geht auf Weihnachten zu, wir haben Glück. Wir kommen hier wahrscheinlich ein bisschen... Ah ja, das Weihnachtsevent, da bin ich auch mal gespannt drauf. Ob es dieses Jahr ein neues Weihnachtspferd gibt. Okay, ja, und hier habe ich die Schneepferdezucht begonnen, aber das dauerte über 2 Tage. Dann hatten wir ja zum Glück noch das reinrassige Aufzuchtsevent, wo man ein bisschen Zuchtzeitverkürzung hatte. Plus, ich habe dann noch um Hilfe gebeten, um das auch nochmal zu verkürzen, und das dauert trotzdem noch über 6 Stunden. Ich würde das jetzt, wenn ich das jetzt einsetze, dann dauert es danach. Dann würde ich lieber sagen, na gut, wir hatten heute nur die Löwenzucht, ne? Ja, aber dann ist das halt auch mal so, dass wir nur eine Zucht hatten. Wir haben ja auf jeden Fall ein neues Pferd begrüßt. Oder eigentlich 2 neue Pferde, die wir uns angeschaut haben. Und ja, theoretisch geht der Löwe wahrscheinlich auch in der Dressur, aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Morgen an. So. Oder wir könnten dann ja vielleicht noch einmal schauen, ob jemand einen Morgenhengst draußen stehen hat, Stufe 4. Aber nur so, weiß ich nicht, 5-6 Leute maximal. Und wenn es da nicht klappt, muss ich halt nachher nochmal so schauen. Ja. Ach so, und ich habe eine Nachricht von Conny bekommen. Ich glaube, die steht auch in meiner Freundesliste, oder? Auf jeden Fall kommt mir der Name bekannt vor. Und sie hat sich das Hollowmass-Pferd geholt und hat diesen Kauf nicht bereut. Also irgendwie hat 28 Euro oder so dafür ausgegeben. Ja, es ist immer eigenes Empfinden. Man sollte sich das trotzdem vorher gut überlegen, aber sie ist glücklich damit und das ist doch supi. Ja, ich habe mich irgendwie... Warte mal. Das ist doch schon wieder falsch hier. Wir haben es, habe ich übersehen. Ja, ich, also mein Kauf, also wirklich bereuen nicht, aber es ist auch nicht so, dass ich mich mega darüber freue. Hier ist sie. Ja, ist jetzt halt auch so. Es ist halt nur so, wenn man echt Geld ausgibt, überlegt es euch. Das ist so die Message. So, Passage, Piaffen Pirouette. Und Conny wollte uns eigentlich auch die Möglichkeit geben, das Hollowmass in dem Dressur-Event zu gewinnen. Aber leider, ja, ist das ja wahrscheinlich schon aufgefallen. Und deswegen hat das Biest dann gewonnen. Tja, ein bisschen schade. Also ich finde es echt super, dass es Spieler gibt, die echt Geld investieren und dann aber anderen Spielern die Möglichkeit geben, mit Diamanten diese Pferde zu kaufen. Weil es hat einfach auch nicht jeder so viel Geld zur Verfügung. Es werden ja auch viele Jüngere das Spiel spielen, die einfach mit dem Taschengeld, das geht nicht. Das, ne? Und
Ja, finde ich super. Hat leider nicht geklappt, aber ja, trotzdem. Sie hat es versucht. Und irgendwie hoffe ich ja, dass wir HoloMass auch nochmal irgendwann hier begrüßen können. Weiß ich nicht. Eventuell Rezeptabschnitte sammeln oder hier so ein Event, wo man Eventpunkte eintauschen kann, um dieses Pferd zu bekommen. Ja. Oder zur Not dann halt auch ein paar Diamanten einsetzen. Wobei ich sagen muss, aber die 2000 Diamanten, die wir jetzt einsetzen müssten für den Frühling oder Klee oder so, es geht noch. Es ist halt nur jetzt recht viel auf einmal. Aber wenn man jetzt nur ein Pferd bräuchte, 2000 Diamanten, denke ich, ist schon okay. Früher war es natürlich ein bisschen schöner. Oh Gott, ich glaube, da gab es das himmelblaue Derby-Pferd. Ich glaube, das war eines der ersten Events. Das himmelblaue Derby-Pferd gehört ja zu den ersten exklusiven Pferden hier im Spiel überhaupt. Und da musste man, glaube ich, 700 oder 800 Diamanten nur zahlen. Und es haben einem, weiß nicht wie viel, Eventpunkte gefehlt. Aber es waren nicht 800 Punkte nur, sondern deutlich mehr. Es waren ein paar tausend. Oder hat das sogar, wenn man gar keine Punkte hatte, so viel gekostet? Auf jeden Fall war es, wenn man es jetzt vergleicht, wahnsinnig günstig. Ja, das waren Zeiten. So, jetzt habe ich schon wieder übersehen. Hier, wir brauchen einen Hengst. Liz hat jetzt nichts draus. Dann gucken wir mal. Hier stehen sonst auch öfter Pferde. Wo haben wir, hier stehen auch oft Pferde, die gerade aktuell sind. Da haben wir ja in letzter Zeit recht viel gezüchtet. Leider jetzt nicht. Trine. Nee. Lena hatte sonst auch oft. Vielleicht aber auch Kitty. Vielleicht sollte ich da mal schauen. Nee. Okay, dann schauen wir hier oben noch die erste Reihe durch und dann muss ich mich sonst so nochmal auf die Suche machen. Sieht nicht gut aus momentan. Naja, gut. Es hat wahrscheinlich auch nicht jeder das Glück, wenn man das Zertifikat noch nicht hatte, bei der ersten Zucht gleich das Stufe 4er zu erhalten. Das ist ja bei dem Schneepferd, da hatte man die größere Chance, 18% glaube ich waren es, auf Stufe 4. Das hat nicht geklappt und hier waren es um die 5% weniger und da hat es sofort geklappt. Naja gut. Mal so, mal so. Oh, wir wurden gerade besucht. Vielleicht sollten wir dann da, gucke ich dann gleich auch nochmal dort vorbei. Okay, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, mal schauen. Vielleicht habe ich bis dahin einen Morgenhengst gefunden zum Züchten. Und ja, die Löwenzucht geht dann natürlich weiter. Dann züchten wir auch das Schneepferd. Vielleicht züchte ich heute, aber vielleicht züchte ich beim Schneepferd einfach schon mal, weil das wirklich über 2 Tage, das dauert enorm lange. Wir haben zwar eine große Chance, eigentlich das Pferd zu bekommen, aber dann haben wir vielleicht eher mal einen Zuchterfolg hier. Und ja, demnächst werden uns definitiv ein paar Pferde verlassen. Und ja, sonst müssen wir gucken. Je nachdem, wie lange das mit dem Löwen dauert, haben wir dann ja noch den Fisch und hab schon wieder vergessen. Ich glaube, den Schützen, ne? Den Schützen müssten wir noch züchten, glaube ich. Genau, Schütze, Fisch und Löwe sind wir ja gerade dabei. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.